Lockdown 7. Installation der Westbahn-Migration betreffend die Sicherheit in der Stadt Zug. Es liegt vor die Antwort des Stadtrates. Wünschen die Verlangten das Wort? Manuel Brandenberg. Ja, wir sind mit der Antwort des Stadtrates sehr zufrieden. Wir möchten uns bedanken für diese Ausführungen des Stadtrates, der durch die Zeilen, wenn man das ein wenig anschaut, eigentlich spüre ich, auch nicht voll zufrieden ist mit der Sicherheitssituation in der Stadt Zug, insbesondere auch was die Präsenz von Sicherheitskräften anbelangt. Hierzu nochmals ein Dankeschön. Nicht so überzeugend auf der anderen Seite die Antworten der Zuger Polizei. Sie sind ausweichend, sie versuchen das Problem nicht wahrzunehmen und sind bestrebt, gar nichts verändern zu müssen. Eine nicht untypische Haltung von Verwaltungsstellen. Aber ich glaube, das Problem ist erkannt. Das Problem wurde auch in diesem Rat schon oft diskutiert. Wir haben zu wenig Präsenz an neuralgischen Orten in dieser Stadt Zug, was die Sicherheit anbelangt. Und aus diesem Grund nochmals möchte ich betonen, finden wir es wichtig, dass die Stadt Zug wieder eigene Polizeikräfte erhält. Wenn sie ein Mittel in der Hand haben, das sie selber einsetzen können, können sie ganz anders und viel gezielter an schwierigen Stellen Einfluss nehmen mit der Polizei, als wenn sie immer zuerst über die Polizeikommandostelle des Kantons gehen müssen und die Einsatzplanung dort gemacht wird. In diesem Sinne bedanken wir uns nochmals und wir werden an diesem Thema dranbleiben. Besten Dank. Wünsche Stadtrat das Wort? Wünsche Rat Diskussion? Ja, Herr Rogers. Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Das Bedürfnis nach Sicherheit haben alle Menschen. Doch was genau ist Sicherheit? Gemäß Wikipedia bezeichnet Sicherheit einen Zustand, der frei von unvertretbaren Risiken, der Beeinträchtigung ist oder als gefahrenfrei angesehen wird. Sicherheit ist damit eine subjektive Empfindung und kann nicht direkt gemessen werden. Vielmehr wird ein Mangel an Sicherheit gemessen, sei dies in der Anzahl Unfälle, Einbrüche oder Geschwindigkeitsübertretungen. Hinter diesen Zahlen sind jedoch immer einzelne Fälle und die Zahlen zeigen auch nur eine Veränderung, nicht jedoch, wie akut eine Situation ist. Im Marketing spricht man von Perception is Reality, was so viel bedeutet wie die Wahrnehmung ist die Wirklichkeit. Und wenn man die Berichterstattung in den Medien verfolgt, so hat man wirklich das Gefühl, dass immer mehr passiert. Wir danken dem Stadtrat für die Beantwortung der Fragen. Die Ergänzungen der Zuger Polizei sind sehr aufschlussreich. Gespannt warten wir überdies auf das in Auftrag gegebene Sicherheitskonzept und hoffen, dass dieses die noch offenen Fragen beantworten wird. Nun aber zu den Antworten der vorliegenden Interpellation. Wir entnehmen der Beantwortung der Frage 3, dass für die Stadt Zug, Zitat, ein Stellengewinn einzig in der Form von Synergien resultierte. Dies im Gegensatz zu den versprochenen Nettoeinsparungen von 4,3 Millionen Franken gemäß Bericht und Antrag 1633 des Stadtrates vom 12. November 2001. Wo sind die damals definierten Einsparungen geblieben? Hier erwarten wir vom Stadtrat eine klärende Antwort. Die Zuger Polizei listet bei der Beantwortung zur Frage 4 viele Punkte auf, welche darauf hinauslaufen, dass für die anstehenden Aufgaben nicht genügend Stellen vorhanden sind.
So wird neben dem Bevölkerungswachstum auch die scheinbar bessere, weil längere Alkoholversorgung sowie das vielfältige Sportangebot und die tiefere Gewalthemmschwelle als Gründe herangezogen. Dies mag alles stimmen, doch muss unmissverständlich festgehalten werden, dass die polizeiliche Sicherheit alleinige Sache des Kantons und damit der Zuckerpolizei ist. In der Privatwirtschaft kommen auch laufend neue Aufgaben dazu und diese müssen auch mit den bestehenden Arbeitskräften erledigt werden. Ich will mir nicht anmaßen, der Zuckerpolizei Ratschläge zu erteilen, welche Aufgaben prioritär zu erledigen sind. Doch bin ich überzeugt, dass gewisse Aspekte unter dem Aspekt Sicherheit reduziert werden könnten. Um auf meine Aussage zurückzukommen, wonach die Wahrnehmung die Wirklichkeit ist, muss ich festhalten, dass neben vielen Einwohnerinnen und Einwohnern auch der Stadtrat den Eindruck hat, dass die Präsenz der uniformierten Polizei abgenommen hat. Die verstärkt eingesetzten zivilen Fahnder mögen zwar sehr erfolgreich sein, doch beeinflussen sie, wie in der Beantwortung von Frage 5, durch die Zuckerpolizei ersichtlich das subjektive Sicherheitsgefühl nicht. Es reicht halt nicht, nur Gutes zu tun, man muss auch darüber sprechen. Um der festgestellten Angemessenheit einer zweiten Sicherheitspatrouille Nachdruck zu verschaffen, verlangen wir vom Stadtrat, dass er umgehend mit der Zuckerpolizei Kontakt aufnimmt und diese umgehend einfordert. Besten Dank. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, im Hinblick auf die Interpellation der SVP möchte ich namens meiner Fraktion kurz einige Punkte oder Aspekte eingehen. Das Gewaltmonopol des Staates muss gewahrt bleiben. Dies stellt auch der Zuger Regierungsrat in seinem Bericht zur Motion von Daniel Abt, FDP, und Andreas Hauser, CVP, betreffend Littering und Ordnungsbußen fest. Am 17. Februar 2009 wurde diese Motion erheblich erklärt. Es darf also nicht sein, dass Angestellte privater Sicherheitsunternehmen Aufgaben der Polizei wahrnehmen. Das Polizeiorganisationsgesetz macht den Einsatz von sogenannten Sicherheitsassistenten möglich. Sie sind fest in der Polizei eingebunden, haben klar definierte Kompetenzen und helfen den Zugergemeinden beim Vollzug von Aufgaben im Sicherheitsbereich. Sie können zum Beispiel Ordnungsbußen aussprechen, die wieder in den Gemeindenkassen fließen. Gemeinde Cham macht seit Februar dieses Jahr gute Erfahrungen mit Sicherheitsassistenten. Es sei ruhiger geworden im öffentlichen Raum und es gebe weniger Vandalismus. Hier sollte die Stadt Zug also auch ansetzen. SVP verlangt nun nach mehr Polizeipräsenz in Zug und Wiedereinführung einer Stadtpolizei. Die SVP war jedoch gleichzeitig auch gegen eine Budgeterhöhung, respektive gegen eine Aufstockung der Zuger Polizei um 17,5 Stellenprozent. Das war auch ebenfalls im Kantonsrat. Der Einsatz von Sicherheitsassistenten in der jetzigen Situation vor Ort ist wohl die beste Maßnahme. Diese Meinung haben wir 2008 vertreten und diese Meinung vertreten wir konsequent und weil sie sachlich richtig ist, auch heute. 2008 haben wir die Vorlage gemeindliche Sicherheitsaufgaben, Einsatz von privaten Sicherheitsdiensten an den Stadtrat zurückgewiesen. Damals haben wir dem Stadtrat einen klaren Auftrag gegeben, er soll sich für Sicherheitsassistenten einsetzen. Also, wir warten zuerst mal ab, wie der Stadtrat seinen Auftrag erfüllt. Besten Dank. Herr Martin Eisenberg. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, geschätzte Präsidentin, auch die CVP-Fraktion
Dank der SVP für diese Interpellation und dem Stadtrat für die vorliegende Antwort. Ein paar Ergänzungen und Hinweise scheinen uns trotzdem interessant. Es erstaunte uns erstens, dass zwar die kantonale Sicherheitsdirektion zur Stellungnahme eingeladen wurde, hingegen im vorliegenden Antrag des Stadtrates eine Amtsstelle, nämlich die Zugerpolizei, direkt Auskunft gibt. Wir gehen davon aus, dass die vorliegenden Antworten jene des Sicherheitsdirektors sind. Der CVP-Fraktionschef war der letzte Kommandant der Stadt Zugerpolizei, weshalb wir hier natürlich einen gewissen Insider bei uns haben und dessen Überlegungen möchte ich hier auch gerne kundtun. Tatsache ist, dass sich die Gesellschaft in ihrer Struktur, im Freizeitverhalten, insbesondere im Konsum und Erwartungshaltung stark verändert hat. Ebenso Tatsache ist, dass in den letzten Jahren in der Stadt und im Kanton ein überdurchschnittliches Bevölkerungswachstum verbunden mit einer markanten Zunahme von Firmen, Arbeitsplätzen, immatrikulierten Fahrzeugen zu verzeichnen war. Gleichzeitig kamen auf die Polizei neue Vollzugsaufgaben zu, die bewältigt werden müssen. Insgesamt müssen wir zudem zur Kenntnis nehmen, dass die Gemeinde- und Stadtgrenzen nicht mehr scharf gezogen werden, sondern dass hier Regionen bestehen. Betreffend der Antwort des Stadtrats zu Frage 8 ist darauf hinzuweisen, dass nicht nur die Polizeigesetzgebung maßgebend ist. Auch das Gemeindegesetz nimmt die Gemeinden in die Pflicht. Unter Paragraf 59 des Gemeindegesetzes, Gesetz über die Organisation und die Verwaltung der Gemeinden, sind einzelne Aufgaben aufgelistet. Unter Punkt 3 betreffend Aufgaben steht namentlich auch, dass es eine gemeindliche Aufgabe ist, die Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung sowie die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit. Vorbehalten bleiben Regelungen in anderen Erlassen, insbesondere im Polizeirecht. Dieses Polizeirecht ist das Polizeiorganisationsgesetz. Dort wird unter § 16 Ruhe und Ordnung Absatz 1 Folgendes festgehalten. Erstens, die Zuständigkeit der Gemeinden und der Polizei im Bereich Ruhe und Ordnung richten sich nach dem Anhang Aufgabenverteilung Kanton-Gemeinde. Als Beispiele hier zum Beispiel die Rösliwiese, die Rahmenbedingungen wie bauliche oder technischer Natur sind, zum Beispiel Video, Beleuchtung, all diese Aufgaben, die sind nach wie vor in der Gemeinde und eben nicht dem Kanton übertragen worden. In § 17 desselben, also des Polizeiorganisationsgesetzes, wird auch ausgesagt, dass unter anderem ein Leistungseinkauf mit einer entsprechend gewünschten Leistungsvereinbarung möglich ist. Und diese Möglichkeit wurde damals, wo dieses Gesetz angepasst wurde, auf ausdrücklichen Wunsch der Gemeinden so aufgenommen, um ihnen eben die Handlungsfähigkeit zu geben, Handlungsfreiheit zu geben, sodass sie nach wie vor selber bestimmen können, wo und wann genau was kontrolliert werden soll oder wie hier eben diese Sicherheitsassistenten diese Leistungen erbringen sollen. Wenn das geschickt gemacht wird, entsteht tatsächlich für die Gemeinde eine beträchtliche Handlungsfreiheit. Auch bei uns in der Stadt für den Stadtrat, er kann Bußen schreiben oder unter Zuhilfenahme eben dieser Assistenten Bußen schreiben und die eingesetzten Gelder, die fließen dann in die Stadtkasse und eben nicht in die Kantonskasse, was sicher auch ein interessanter Aspekt ist, der hier zu berücksichtigen ist. Letztlich, und das ist wohl das Maßgebendste, ist aber die Sicherheit, Kollege Hess hat das gesagt, natürlich ein menschliches Grundbedürfnis. Es hat sehr viele subjektive Aspekte, aber nicht nur. Aber auf jeden Fall ist es so, dass wenn dieses Grundbedürfnis nach Sicherheit irgendwie tangiert ist, macht das sehr betroffen, sehr hilflos. Leute, die selber schon mal Opfer eines Überfalls geworden sind, nagen oftmals während Jahren noch daran und können nie mehr dasselbe Sicherheitsgefühl erlangen, wie sie das
vor diesem allfälligen Übergriff hatte. Sicherheit ist nicht nur ein subjektives Gefühl, sondern Sicherheit ist die Kernaufgabe des Staates. Er hat dafür Sorge zu tragen, dass seine Bürger in Sicherheit leben können und hat auch dafür zu sorgen, dass natürlich auch dieses Gefühl geschaffen wird, dass sich die Menschen sicher fühlen. Das ist allerdings nicht zum Nulltarif zu haben, das kostet, das ist wie gesagt eine Kernaufgabe. Und es ist auch klar, dass Prävention alleine nicht genügt, um eben Sicherheit zu schaffen. Wir brauchen eine Kombination von verschiedenen Maßnahmen, unter anderem Prävention, aber eben auch Repression, also unmittelbare, nachhaltige Konsequenzen. Das ist der Schritt, den wir tun müssen und diesen Schritt können wir tun. Hier gibt uns eben die kantonale Gesetzgebung genügend Möglichkeiten, dies auch so auszugestalten. In diesem Sinne nimmt die CVP-Fraktion vom vorliegenden Bericht Kenntnis, inklusive auch dem Hinweis auf das noch zu erstellende Sicherheitskonzept des Stadtrates, das wir natürlich gerne in Bälde erwarten würden. Sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, die SP-Fraktion dankt dem Stadtrat für die umfassende Beantwortung der Interpellation. Die Abschaffung der Stadtpolizei hat das Sicherheitsszenario in unserer Stadt nicht wesentlich und schon gar nicht ursächlich verändert. Vielmehr dürften zwischenzeitlich andere Faktoren dazu geführt haben, wir haben es bereits gehört, dass sich die heile Welt im Zug nicht mehr so lupenrein präsentiert. Zug hat seine Zentrumsfunktion in den letzten 10 Jahren verstärkt, hat insbesondere bei den Jugendlichen während des Sommers eine überregionale Strahlkraft entwickelt. Diese Umstände haben Einfluss auf Konfliktbereitschaft und aber auch auf die subjektive Wahrnehmung der Sicherheit. Vor dieser Entwicklung hinkt der Ausbau der Polizeikräfte offensichtlich hinterher. Der Kantonsrat hat hier die nötigen Ressourcen nicht gesprochen, so muss man sich eben schließlich nicht wundern, wenn die Polizei nicht mehr an allen Ecken und Enden hinreichend präsent sein kann. Auf der anderen Seite dürfte aber der vermehrte Ruf nach stärkerer Repression nicht der alleinselig machende Lösungsansatz sein, wenngleich für die SP-Fraktion ein dezidiertes Einschreiten gegen Gewalt unabdingbar ist. In jedem Fall sind die personellen Ressourcen auf kantonaler oder gemeindlicher Ebene dem städtischen Wachstum und auch dem kantonalen Wachstum entsprechend anzupassen. Zur Verbesserung der Sicherheit in unserer Stadt ist also weiterhin auf Prävention, Präsenz und Repression zu setzen, wie es im Bericht steht, nicht nur aber am See und in der Stadt, meine Damen und Herren, sondern eben auch im Straßenverkehr. Denn auch hier zeigen sich Lücken in der Sicherheit, wenn ungezügelte SUV-Fahrer mit 60 Stundenkilometern durch Wohnquartiere brettern. Wenn sich einzelne Quartiervertreter gegen hilfreiche Verkehrsberuhigungsmaßnahmen sträuben, muss diesem gefährlichen Treiben eben mit regelmäßigen Geschwindigkeitskontrollen begegnet werden. Die Statistik zeigt, dass diese Kontrollen eher ziemlich dahindümpeln mit 2 pro Monat. Auch solches, meine Damen und Herren, gehört zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit. Doch auch hier gilt, absolute Sicherheit gibt es nicht. Das Wort wird noch gewünscht von Philipp Brunner. Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich möchte jetzt nicht zu Perception und zur Sicherheit und SUV sprechen, sondern es scheint in diesem Rat einigermaßen eine Übereinstimmung zu geben, dass zwischen dem, was wir anstreben und dem, was wir haben, es eine gewisse Diskrepanz gibt. Und ich begrüße sehr die Bemerkungen des Vertreters von der FDP. Wir sind ja es hat ja der Wahlkampf begonnen und Sicherheit wird sicher in diesem Wahlkampf ein Thema sein. Und deshalb mein Antrag, meine Damen und Herren, ich schlage Ihnen eine Konsultativabstimmung hier vor
zum Thema Stadtpolizei, und zwar Sicherheitspolizei, also nicht Verkehrspolizei, wie das der SP-Vertreter vorher verlangt hat, also eine Konsultativabstimmung über die Wiedereinführung einer Stadtpolizei. Patrick Scheibe. Frau Präsidentin, geschätzte Damen und Herren, wir haben gehört, es steht noch ein Sicherheitskonzept des Stadtrats aus, das er uns unterbreiten will. Wir haben vor den Sommerferien die Motion für 5000 zusätzliche Polizeistunden im Stadtrat überwiesen zu Bericht und Antrag. Ich verstehe diese Kadenz von sicherheitspolitischen Vorstößen seitens der SVP nicht ganz oder dann höchstens als vorgezogener Wahlkampf eben. Entsprechend möchte ich beliebt machen, dass wir hier uns nicht als Provinztheater verstehen, sondern zuerst mal diese Vorstöße abwarten und auf eine Konsultativabstimmung hier verzichten. Es steht im Raum, eine Konsultativabstimmung durchzuführen. Wünscht der Rat eine Konsultativabstimmung? Also zuerst können wir darüber abstimmen. Darf ich die Stimmzelle nehmen? Wer den Antrag auf eine Konsultativabstimmung gutheißt, dann nehme ich jetzt die Hand. Frau Präsidentin, geschätzte Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, aus Sicht des Stadtrates und des Sicherheitsdepartements möchte ich eigentlich sagen, dass wir im Rahmen unserer Möglichkeiten dran sind, überall Verbesserungen zu bewirken. Ich nehme da auch teil am Sicherheitsgipfel der Agglomerationsgemeinden von Luzern, wurde da von Stadträtin Stemmer eingeladen. Wir haben bereits die SIP in Luzern angeschaut, das ist die Sicherheitspatrouillen. Auch das sind Möglichkeiten, Sicherheit in der Stadt zu verbessern. Wir haben viele Politikerinnen und Politiker haben teilgenommen am gemeinsamen Projekt Gemeinsam gegen Gewalt. Das ist auch ein gutes Projekt, wo das Sicherheitsgefühl positiv beeinflussen kann. Noch in diesem Jahr werden wir eine Vorlage bringen. Die Erarbeitung dieser Vorlage ist nicht ganz einfach. Geht es da immer wieder um Abgrenzungsproblematik zwischen Stadt und Kanton in der Frage der polizeilichen Dienste?